Hallo zusammen, im ersten Teil unserer Vierteilers zeigen wir euch, wie wir ein Wohnzimmer in eine Altbauwohnung einrichten. Und wir beginnen in dieser Folge mit dem Grundriss, mit Tipps und Tricks aus unserem aktuellen Buch Innenarchitektur zeichnen leicht gemacht. Und mehr zum Thema gutes Design, was macht gute Möbel aus, bekannte Möbel, Designklassiker, gute Architektur, findet ihr auf unserem Partnerkanal Frag Fabi. Schaut vorbei, es lohnt sich. Als erstes beginne ich mit dem Grundriss. Das heißt, ich habe dann eine gewisse Vorgabe, wie, das ist jetzt so mein Raum. Irgendwo sind dann hier so die Fenster. Wir haben ja, nehmen wir jetzt mal einen schönen Altbau. Irgendwas Wunderschönes in einer schönen alten Stadt mit einem ganz leichten Strich kann ich im Groben den Grundriss skizzieren und jetzt sage ich, jetzt hier sind dann meine Fenster. Hier ist die vielleicht doppelflügelige Tür und exakt gegenüber ist dann hier ein Kamin. So, jetzt kann ich das Ganze mal ein bisschen genauer ausarbeiten. Den Kamin und hier geht's. Wie würden wir das einrichten? Also hier stellen wir uns mal vor, eine doppelflügelige Tür, die lassen wir jetzt einfach mal zu vielleicht und auf der anderen Seite offen. Und was können wir hier einstellen? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich vielleicht jetzt hier einen ganz, ganz großen Teppich hinlege. Wir gehen davon aus, machen wir gleich, dass da gleich ein Holzboden liegt und hier vielleicht eine Couch, die so ziemlich am Ende des Teppichs steht. Und so, die Couch, sagen wir mal, sieht so aus, dass die hier so unterteilt ist. Werde ich gleich ein bisschen genauer erläutern. Hier eine Liege zum Entspannen, wo man sich einfach jetzt ein bisschen gemütlich so als eine Person hinlegen kann. Jetzt haben wir hier vielleicht einen Tisch und hier kommt was Besonderes. Hier stellen wir mal, dass man sich jetzt einfach mal dazu setzen könnte, einen Hocker und hier die Leuchte. Jetzt kann ich ein bisschen mehr in Details gehen. Dann nehme ich vielleicht etwas kräftigeren Stift und zeichne die Wände vielleicht ein bisschen kräftiger, weil das ist jetzt ungefähr klar, wie ich das jetzt hier. Also ruhig ein bisschen über die Ecken durchzeichnen. Wichtig ist natürlich zu wissen, wo was steht, dass man das auch ein bisschen
so dementsprechend behandelt. Das heißt, wenn ihr euch die Planung macht, achtet, dass die Proportionen etwas stimmig sind. Und jetzt kommen sozusagen dann die einzelnen Möbel. Also hier ist dann, wie gesagt, die Couch. Spannend wird es, wenn es dann perspektivisch das Ganze umgesetzt wird. Hier die Leuchte übrigens, das ist dann die Artemide Megaterra, die ich mir jetzt hier vorstelle. Dann könnte ich mir vorstellen, eine Sitzgruppe von David Design. Das ist auch eine relativ schöne Kombination. Und hier eins meiner Lieblingsmöbel, den Butterfly Hocker Stall, besser gesagt, nennt man den von Vitra. So, jetzt, natürlich der Teppich. Hier kommt das Licht, dann ist der da vielleicht ein bisschen hier unterbrochener und hier ein bisschen kräftiger zu sehen. Und jetzt den Boden. Da würde ich jetzt einfach sagen, vielleicht zieht man so leichte Streifen, wenn ihr das so ein bisschen andeuten möchtet. Ich mache jetzt mal hier. Da geht es logischerweise weiter. Wichtig ist, die Striche zügig zu halten, auf der anderen Seite aufgreifen und dann, wenn es jetzt Fischgrätenparkett ist zum Beispiel, einmal in die Richtung. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine, wieso ich das jetzt so handhabe. Wie gesagt, nicht vergessen, es handelt sich einfach um eine leichte, Skizze. Deshalb ist das alles ein bisschen lockerer hier. Das heißt, ihr braucht nicht die einzelnen Dielen 1:1 wiederzugeben. Jetzt drehe ich mir das einfach mal einmal um, das ist ein bisschen einfacher. Da hängen wir später ein Bild an die Wand. Einfach nur die Dielen hier nochmal angesetzt. Wenn wir das dann im vierten Teil kolorieren, zeige ich euch, worauf es dann ankommt. Also nächste Woche zeichnen wir mehrere Perspektiven des Raumes und suchen uns dann eine Perspektive aus, die wir dann die Woche darauf umsetzen. So, und jetzt nochmal vielleicht die Details. Was ist wichtig? Ich jetzt unterstreiche jetzt hier nochmal den Tisch. Da mache ich gleich nochmal den Teppich. Können wir vielleicht auf der Seite auch noch ein bisschen kräftiger machen. Wenn hier das Licht ist, ist der Bereich immer im Schatten gelegen. Haben wir hier in den Raum jetzt nichts reingepackt. Vielleicht lassen wir einfach mal hier die heutige Schritte jetzt auch nochmal was stehen können. Wir lassen es mal einfach ganz, ganz große Kunst an der Wand. Die Fenster lassen wir dann beides mal bodentief. Große Altbaufenster, die sich bis nach unten hin aufmachen lassen und dann vielleicht jetzt ein bisschen Schatten. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass hier
hier ein bisschen Schatten fällt. Wie gesagt, wenn das Licht jetzt die Tür wirft, jetzt Schatten, weil sie aufsteht. Das wirft Schatten, das wirft Schatten. Das Licht. Ja, Teppich wäre jetzt vielleicht ein ganz bisschen übertrieben. Gleich könnte man dann noch mit einem dunkleren Ton nachgehen. Und so hätten wir relativ einfach das Wohnzimmer. So, das ist das, was uns jetzt, vielleicht hat der Teppich hier auch nochmal irgendwie ein Muster. Je nachdem. Und nächste Woche zeige ich euch, wie man daraus dann am besten eigentlich einen, welche Perspektiven es gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eher mal in die Richtung schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht über die Couch hindurch Richtung Tür nochmal schauen. Dann gibt es die Möglichkeit, wahrscheinlich genau andersrum oder aus der Ecke zu Fenster zu schauen. Könnt ihr euch selbst vorstellen, wie würdet ihr euch hier im Raum bewegen? Das sehen wir dann nächste Woche. Bis dann und viel Spaß beim Nachzeichnen. Hier übrigens noch die beiden Möbel, die wir ins Wohnzimmer gestellt haben. Die Megaterra von Artemide und den Butterfly Stall von Vitra. Mehr dazu zu den Produkten, was sich hinter dem tollen Design verbirgt, auf unserem Partnerkanal Frag Fabi. Und so geht's weiter. Im zweiten Teil geht es um die Perspektiven. Wir haben uns zwei ausgesucht. Die skizzieren wir für euch nächste Woche. Mehr dazu natürlich gerne in unseren Kursen vor Ort. Vielleicht habt ihr Lust an unserem Innenarchitekturmappenkurs oder einem Interior Design Workshop. Schaut auf unseren Seiten vorbei. Wir freuen uns. Bis bald. Euer Akademie-Ruhr-Team.